schau mal das neueste TikTok von Mitreden an. Wir haben ganz klar gesagt, kein Feminismus heute. Kein Feminismus. Naja, dann schnell. Wieso hellen sich manche BPOCs künstlich die Haut auf? Ganz ehrlich. Also, das ist Mitreden, ne? Mitreden will der ultra nicht rassistische Kanal sein, aber setzt immer die dunkelhäutige Person hier für Themen über dunkelhäutige Personen ein. Ist das Rassismus? Der häufigsten Suchbegriffe auf Pornoseiten ist lesbisch. Oha. Wenn Menschen sich Oha. Lesben so gerne ansehen, heißt das, wir werden auch gesellschaftlich akzeptiert? Nope, leider nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Akzeptanz und Sexualität. Ich hoffe, dass diese Seite ein nett gemeinter Scherz ist. Ich hoffe nicht, dass das irgendjemand ernsthaft gepostet hat. Stell dir vor, ich bin jetzt nichts gegen Leute, die das, die andere Meinung sind, oder nichts gegen Leute, die andere Ansicht sind oder die andere Vorzüge haben, nichts gegen die, aber wenn ich jetzt heterosexuell bin, gucke ich mir dann Porno von Lesben an? Oder gucke ich mir dann Porno von schwulen Leuten an? Als wenn man, also die meisten Leute, die Pornoseiten nutzen, das sind Männer, das ist bewiesen. Und gucken sich heterosexuelle Männer lieber Frauen an oder Männer? Denk mal darüber nach, du. Baskenmütze, du. Sexualisierung. Sexualisierung ist, wenn ich meine Freundin beim Feiern küsse und mir dann Hans-Peter bis zur Clubtoilette folgt, um mir ins Ohr zu hauchen, dass er uns beiden gerne mal zusehen würde und sogar nach einem Nein-Danke nicht locker lässt. Ew. Akzeptanz ist, lesbischen Frauen zuzuhören, wenn sie. Dieses passt auf die Videos, wenn ich die Videos sehe. Zum Beispiel über Diskriminierung sprechen und. Reicht dann? Nee, komm, mach kein neues. Okay, das müssen wir jetzt angucken, weil das die ist, die meisten Bullshit labert. Und das nennt man Rape Culture. Also die Verharmlosung. Und wir sind weg. Und wir sind weg. Wir melden die Scheiße noch schnell. So, nächstes Video für heute. Stimmt! Es gibt doch diesen Mithetzen, oder wie das heißt. So die Verarsche von denen. Gibt's. Ja, heißt sogar Mithetzen. Wollen wir da mal reingucken? Das ist für mich, glaube ich, sinnvoller. Was ist das neueste Video davon? Und da waren viele, die viel, viel heller waren als ich. Die durften alle vorsingen, nur ich nicht. Ich Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nahe beieinander. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist für uns oft unsichtbar. Und da waren viele, die viel. Hast du dein erstes Video geguckt? Feier ich. Feier ich komplett. Oh, es gefällt mir echt gar nicht, wenn Frauen es mit jedem machen, ne? Die leiern dann echt auf. Ich weiß, warum ich nicht weitergucken möchte. Aber wir gucken es mal weiter, ne? Ich weiß zwar, dass es eine scheiß Idee ist, aber müssen wir trotzdem. Aus. Sorry, what? Erstens ist das Slut-Shaming. Es steht absolut allen Menschen zu, sich sexuell auszuleben. Und zweitens ist das Bullshit. Eine Vagina kann gar nicht ausleiern. Das fragt doch in Langzeitbeziehungen auch keiner, oder? Oh, es gefällt mir. Also ich würde ja dazu irgendwie zu einem abfälligen Kommentar machen, aber guck mal schon allein Ich hier. glaube. Guck mal, jeder Mann, sie verkörpert einen Mann. Jeder Mann muss einen Schnurrbart tragen.
Was ist, wenn ich kein... Okay, AirPods verabschieden sich. Was ist, wenn ich keinen Schnurrbart trage? Ist es dann Glattrasier-Shaming? Das ist das Problem. Glattrasier-Shaming. Wissen Sie, ich trage keinen Schnurrbart. Was? Ja? Bin ich jetzt kein Mann oder was? So, nein. Gibt's eine Anzeige? Gibt's eine Anzeige? Ich lese den Titel. Ich lese diesen Titel. So Leute, jetzt wisst ihr, wie man Deutsch aussieht. Man muss einen Hut tragen mit einer Feder, man muss ein kariertes Hemd tragen, einen leeren Maskrug muss man dabei haben und ganz wichtig, man muss ein Schild hier haben, wo drauf steht weiß. Ja, ein Schild, wo drauf steht weiß. Wenn du nur so rumläufst, siehst du nicht Deutsch aus. Lächerlich. Weißt du, nichts gegen diese drei Leute, die das machen hier, ne? Diese drei Eulen hier. Nichts gegen die, aber das kann doch nicht. Da steckt ja auch eine Redaktion dahinter. Das kann doch nicht deren vollen Ernst sein, so eine gequälte Scheiße ins Internet zu stellen. Und dafür, wie viel haben sie? 68,1k Follower damit anzuziehen. Das kann doch nicht der Sinn des Menschen sein, oder? Und jedes Video, vor allem mit ihr hier, die sind die schlimmsten. 2 Milliarden Menschen haben ihre Tage und das Blut in der Tamponwerbung ist immer noch blau. Oder roter Glitzer. Das nennt man übrigens... Ich glaube, das Video kennt mittlerweile jeder von euch, weil es einfach viral gegangen ist. Periodenshaming. In irgendwelchen Horrorfilmen gucken wir zu, wie das Blut nur so spritzt. Aber Periodenblut ist eklig? What the fuck? Es wird Zeit, die Periode zu normalisieren. Ohne die wären wir nämlich alle gar nicht da. 2 Milliarden Menschen haben ihre... Es ist mal wieder... Es ist auch so ein Video, wo ich mir denke, das kann keiner ernst meinen. Weißt du, die Toilettenpapierwerbung... Da wird gezeigt, wie saugfest das ist, das Toilettenpapier, oder wie trocknend das ist. Aber siehst du einen, der in der Toilettenpapierwerbung in das Toilettenpapier reinscheißt? Ich glaube kaum. Du siehst niemand, den... Es ist einfach... Du siehst ja auch nicht... Nee. Es ist einfach lächerlich. Tage und das Blut in der Tamponwerbung ist immer noch blau. Oder roter Glitzer. Das nennt man übrigens... Periodenshaming. Weißt du, alle Wörter in dem Idee ihren Sprach... Periodenshaming. Fangen mit Shaming, hören die auf. Es ist nicht lustig. Ich glaube, die betreibt Friseurshaming oder sowas. Es ist einfach nicht lustig. Das kannst du nie mehr. Guck mal, sie hat sogar Schmuck an. Ne? Seht ihr hier? Ja, sie hat Schmuck an. Was ist, wenn Leute keinen Schmuck tragen wollen? Ist es dann Schmuckshaming? Und ich habe es schon mal angemerkt, aber es ist, sie wollen nicht rassistisch sein, aber immer wenn es um dunkelhäutige Menschen geht, wird sie hier eingesetzt. Hallo, ich bin Joe und ich bin nicht binär. Oh mein Gott, welche Pronomen soll ich benutzen? Oh mein Gott, keine... Keine Panik für dieses Problem. Er hat gesagt, er ist Joe, also ist ein Mann. So sagen wir er oder ihm. Keine Panik, ganz einfach. Geschlechtsneutrale Pronomen, die man auf Deutsch benutzen kann, sind sie, er, xier, sie, er. Weißt du, da hört es schon wieder auf. Da hört schon wieder auf! Xia! Junge, die machen... Guck mal, die schreiben hier so... Redaktion, wir brauchen ein neues Wort. Xia. Junge, hätten die auf T gedrückt, hieß es Tier. Das kannst du keinem erzählen. Junge, wie sieht denn das bitte aus, wenn ich was schreibe und sage,
XIA-SchülerInnen. Junge, die... Wenn ich schreibe und mein Text besteht gefühlt nur aus Sternchen. Das guckt dir doch jeder, das guckt doch jedes Wörterprogramm, hat doch eine Autokorrektur, die das hier verändert. XIA, also ich glaube... Einfach den Vornamen, es gibt ja oder? Auch dieses, dass man statt irgendwie ja, LKW-Fahrerinnen und einfach LKW-Fahrer, einfach so LKW-Fahrerie. Einfach mit Y. Oder Bäcker oder Bäckerin, Bäckerie. Das ist einfach, das ich kann nur hoffen, dass das ein ganz übler Scherz ist. Ich kann nur ganz stark hoffen, dass das ein übler Scherz ist. Da keine Pronomen. Frag dein Gegenüber einfach und wenn du Fehler machst, verbessere dich und mach weiter. Hi, ich bin Tim. Ja, darf ich dich jetzt XIA nennen oder CR oder Tier oder Waschmaschine? Ja, Toaster bitte. Es gibt's nicht. Es gibt es nicht. Das ist lächerlich.